Was meine Meinung ist, ich bin selber Muslime und versuche das, soweit es für mich möglich ist, das umzusetzen. Bin andererseits aber auch traurig darüber, dass im Namen des Islams im Moment sehr viele schlimme Dinge passieren. Dass da quasi die Religion instrumentalisiert wird, um gewisse Ziele zu erreichen. Ich denke, dass das wenig mit der Religion im reinen Sinne zu tun hat. Man kann das gar nicht so pauschal sagen, ob ein Land terroristisch ist oder nicht. Also es wäre ja, da leben ja mehrere Millionen Menschen. Das wäre ja schlimm, wenn man sagen würde, Saudi-Arabien ist terroristisches Land. Da sind bestimmt auch Leute darunter, die eine ganz andere Meinung darüber haben. Deswegen ist so eine pauschale Aussage, sollte man sehr vorsichtig damit sein. Ich habe selber Islamwissenschaft studiert und ich weiß, also nicht im theologischen Sinne studiert, sondern rein wissenschaftlich studiert, aber ich weiß, dass das wenig mit dem Islam an sich, mit der Religion an sich zu tun hat. Ja, weil im Islam darf man kein Menschenleben nehmen, was Gott geschenkt hat, ganz einfach. Und das wird für eigene Ziele, wie ich vorhin erwähnt habe, und für eigene Zwecke ausgenutzt. Mhm.